Der VfL Wolfsburg hat als erster Bundesliga-Club ein Büro in Chinas Hauptstadt Peking eröffnet. Rund 150 Gäste waren bei der Einweihung dabei. VfL-Geschäftsführer Thomas Röttgermann betont die großen Chancen in Fernost. There's no limit of opportunities. We just have 14 Chinese sponsors. The brand of VfL Wolfsburg is known in China, not as much as we would like to have it, but it is known. And at the end of the day, it's such a huge market that every club interested in playing internationally should be in China. Bereits im vergangenen Jahr hatte sich der Bundesligist in China auf die neue Saison vorbereitet. Zudem ist die Fußballschule der Wölfe häufiger Gast im bevölkerungsreichsten Staat der Erde. Ex-VfL-Profi Zvetschdan Misimovic fungiert als Markenbotschafter und glaubt fest daran, dass der Bundesligist mit seinem Engagement auch dem chinesischen Fußball hilft. Of course, in fact, because they start to invest in the youth teams, to make camps, and I think maybe not this generation, but maybe in 5-10 years, these guys will help them a lot to make, to be better players. Der chinesische Markt wird für den europäischen Fußball immer bedeutender. In Peking hat der VfL Wolfsburg nun einen weiteren wichtigen Schritt für seine Internationalisierung gemacht.